Und hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Herr der Ringe Online mit mir, dem Captain. Und wir spielen natürlich weiter mit dem Buch, das schwarze Buch von Mordor. Wir sind bei Kapitel 10.1, erster Teil. Und da waren wir ja gerade schon bei unserem netten Freund, dem Waldelbenkönig in Felegoth. Und wie heißt er denn nochmal? Stand das hier nochmal dabei? Wie heißt er nochmal? Wie heißt der Waldelbenkönig nochmal? Der Hochelbenkönig. Naja, spielt keine Rolle. Oder? Spielt es eine Rolle? Wie dem auch sei. Er hat uns zu Gandalf geschickt. Gandalf soll sich hier am Waldtor befinden. An der westlichen Seite der Waldstraße, die hier durch diesen Wald führt. Ja. Zack, zack, zack. Genau. Kann man nach Felegoth nochmal reingehen? Vielleicht kann man da nochmal was sehen. Tranduil heißt er. Genau, Tranduil. Da stand's doch. Hallo von Tranduil. Tranduil hieß er. Genau. So, wie gesagt, Tranduil hat uns hier zu Gandalf geschickt, weil irgendetwas hier scheinbar ist. Beziehungsweise, nein, die Gastfreundschaft von Beorn, beziehungsweise dem Nachfolger von Beorn, also seinem Kind oder so, sollen wir jetzt erringen. Und sie haben sich wohl scheinbar so was Ähnliches ausgedacht wie in Der Hobbit. Und da ist Gandalf. Das Waldtor steht offen und der Weg in die Beornlinger Lande ist frei. Das ist gut. Wenn wir uns beeilen, müssten wir Beorninger Hus noch heute erreichen. Die Täler des Anduin sind die Heimat einiger wackerer Leute, Nodreb. Die Waldmenschen leben am Rand des Walds. Sie sind eher bäuerlich und abergläubisch. Aber ihr solltet diese Eigenschaften nicht als Schwächen missverstehen. Das Leben im Schatten des Düsterwalds hat sie stark gemacht. Zwar trägt der Wald nun einen freundlicheren Namen, aber die Waldmenschen waren schon hier, als dem noch nicht so war. Grimbeorns Volk erduldet ebenfalls die Entbehrungen der Täler. Vor langer Zeit kamen die Beorninger hinter das Geheimnis der Gestaltwandlung. Und die anderen Bewohner der Täler jagten sie fast bis zur Ausrottung. Aber sie haben überlebt und nun sind sie ein kräftiges Volk, das Fremden nur zögernd vertraut, seinen Freunden aber treu zur Seite steht. Gehen wir zum Beorninger Hus. Südwestlich von hier und sprechen mit Grimbeorn, um herauszufinden, ob wir zu den Glücklichen zählen, die als Freunde seines Volkes gelten. Gut, dann wollen wir das mal machen. Ab auf unsere nette Ziege. Ja, der aufmerksame Zuschauer wird sehen, ich habe jetzt von einem Video aufs nächste Level 145 erreicht. Das liegt daran, dass jetzt bis Level 150 gegangen werden kann. Und da ich mit dem hier auch abseits vom Buch ein paar Level machen wollte, habe ich irgendwo schon mal ein wenig hochgelevelt. So. Nichtsdestotrotz wird Nodreb natürlich die gesamte Geschichte, auch die spätere von 140, Level 140 zu Level 150, auch hier abbilden. Jetzt reiten wir erstmal zum Beorninger Hus und da haben wir schon das Häuschen, Grimbeorns Haus und nähern uns dem. Hat zwei Wächter hier. Keiner hält mich auf. Das Summen von Bienen und der süße Duft von Klee heißen euch willkommen. Ich muss mal so machen. Sie sind also freundlich oder was, ne? Und natürlich werden wir uns erstmal gleich befestigen hier. So. Felegoth brauchen wir nicht mehr hin. Gandalf ist auch da. Legolas ist auch da. Er ist mitgekommen. Gandalf, was sagst du? Wir sind angekommen. Nun werden wir sehen, ob wir auch willkommen sind. Grimbeorn und Girta. Erwartet ihr etwa, dass ich euch in meinem Heim willkommen heiße, Nodreb? Die Zeiten sind so schon schwer genug, da brauche ich nicht noch Zauberer und ihre Gefährten an meiner Tür.
Wieso sollte ich euch hereinbitten, angesichts der Schwierigkeiten, die euch sicher folgen? Ihr sagt, das ist Gandalf? Lügt mich doch nicht an! Ich habe Gandalf getroffen und das hier ist er ganz sicher nicht. Gandalf ist ein alter, gebeugter Mann, der graue Kleidung trägt. Und er ist sehr freundlich, nicht so wie dieser herrische Fremde hier. Gandalf, pah! Wenn das wirklich Gandalf ist, dann sage ich, dass ihm stets Probleme folgen. Und davon habe ich auch ohne ihn schon mehr als genug. Ich werde mich immer zuerst um mein Volk kümmern. Wenn ihr hier bleiben wollt, bekommt ihr die schlechtesten Zimmer, die kleinsten Portionen beim Abendessen und kommt auch sonst überall zuletzt. Habt ihr das verstanden? Seid froh, dass ich euch nicht fortschicke, denn das Recht hätte ich. Aber ich will heute freigebig sein. So, so. Kapitel 10.2. Der Preis der Unterkunft. Ich werde euch gestatten zu bleiben, denn ich weiß um die Gefahren jenseits meiner Mauern. Ich werde euch nicht zwingen, euch allein, ihn allein zu stellen. Aber ihr werdet für euren Aufenthalt bezahlen müssen. Zwar nicht mit Münzen, aber mit eurem Schweiß. Es gibt viele Aufgaben zu erledigen und im Ausgleich dafür, dass ihr bleiben dürft, werdet ihr euch um diese Aufgaben kümmern. Einverstanden? Sehr gut. Die Straße durch mein Land ist an einigen Stellen von Unterholz überwuchert. Säubert vier dieser Stellen, dann ist die Straße wieder einigermaßen frei. Zudem brauchen wir immer Feuerstein und Feuerholz. Sammelt vier geeignete Holzscheite und sucht an Erdflecken, bis ihr drei Feuersteine gefunden habt. Wenn ihr wisst, machen Nuns, Orks und Waage schon Probleme. Seit mein Vater aus den Bergen ins Tal kam, tötet vier Orks und drei Waage, um ihnen zu zeigen, dass dieses Land nicht sicher für sie ist. Das wäre ein Anfang, Nodreb. Und das ist mein Preis. Sprecht mit Gandalf und findet heraus, ob er diesen Gefallen zu schätzen weiß. Ja, Gandalf, was sagst du dazu? Grimbeorn hat es uns leicht gemacht, Nodreb. Vier Stellen von Unterholz zu befreien und Holzscheite fürs Feuer, drei Feuersteine, ganz zu schweigen von der lächerlichen Zahl an Orks und Waage, die ihr in den Feldern und auf den Wiesen in unserem Heim töten sollt. Grimbeorn mag Überraschungen nicht, genau wie sein Vater. Nach und nach wird er sie zu schätzen lernen. Aber zu Anfang ist ihm jeder unerwartete Besuch zuwider. Glaubt mir, Nodreb, wenn Grimbeorn euch bittet, vier Stellen vom Unterholz zu befreien, solltet ihr stattdessen acht säubern. Will er drei Feuersteine, bringt ihm sechs. Wenn ich so darüber nachdenke, ihr solltet alle Mengen verdoppeln, die ihr für die Erfüllung von Grimbeorns Aufgaben benötigt. Wieso? Nun sagen wir einfach, dass es für uns von Vorteil wäre, in der Gunst des Herrn des Björn zu stehen. Wenn wir das alles hinter uns haben, werdet ihr mir noch dafür danken. Ja, danke, Gandalf, dass du alles mal eben verdoppelst für mich. Ach, klasse. Also, laufen wir erstmal raus hier. Guck mal, hier sind Erdflecken. Wie war es? In den Erdflecken gibt es Feuersteine. Ja, und da ist Feuerholz. Da hinten sind Büsche. So. Und nochmal Feuerholz. Ist halt klar, ne? Also, Grimbeorn muss zufriedengestellt werden. Das ist mir schon klar, ne? Nur finde ich es komisch. Ah, und hier ist der Weg. Also, dieses Gestrüpp muss weg. Da hinten ist auch noch Gestrüpp. Da ist auch noch Feuerholz. Da hinten sind noch Erdflecken. Und die Erdflecken nehmen wir auch gerade nochmal. Kann ich das vielleicht auch vom Pferd aus machen oder nicht? Das Gestrüpp wegmachen? Nee, er setzt immer wieder ab. Das ist nicht schön. Dann muss ich das alles so machen. Gut. Jawohl. Drei von acht. Hier haben wir noch Erdflecken. Da ist noch Feuerholz. So, Feuersteine haben wir schon drei.
Ab jetzt gibt's die Bonusfeuersteine. Ja, Feuerholz habe ich jetzt auch schon fast vollständig. Und das war's mit dem Feuerholz. Was will er hier? Erdflecken, ne? Also nochmal Feuersteine sammeln. Gestrüpp. Noch mehr Gestrüpp. Okay. Erdflecken. Fällt mir dann auch noch einer hier nach. Und da hinten ist auch nochmal Gestrüpp und nochmal Gestrüpp. Und links sind Erdflecken und rechts sind Erdflecken, je nachdem, wo man hin will. Ist zumindest schon mal sehr lieblich, diese Musik, ne? Und hier passiert jetzt. Ups. Ich habe irgendwas gedrückt. Ich habe ein bisschen an die Grafik auch ein kleines bisschen runtergedreht, damit die Framezahlen ein bisschen höher sind. Ich habe es halt gemerkt, gerade in den neuen Gebieten, wo die Framezahlen doch ganz schön eingebrochen sind, wenn man einfach so durch die Gegend reitet. So, jetzt müssen wir noch Orks und all sowas finden. Orks und Waage. Waage sollte kein Problem sein. Wir sind, glaube ich, hier irgendwo da hinten, wo diese... Ja, genau, da hinten an diesen Hängen, da sind überall Waage. Und Orks werden auf dem Weg in Richtung Nordwesten sein. Da haben wir doch schon den ersten Wagen. Eins. Gut, das waren die ersten vier. Fünf. Sechs. Gut, das waren alle. Und suchen wir uns noch Orks. So. Aber das bisschen, was ich an Grafik runtergeschraubt habe, macht sich praktisch gar nicht bemerkbar. Also, wenn man mal so guckt, es sieht praktisch fast genauso aus. Sind die Texturen, die um ein Fitzelchen nochmal runtergestellt sind. Und das reicht ja dann auch. Da wird nicht so viel geladen, er kann viel schneller die ganzen Sachen berechnen. Und dementsprechend läuft alles flüssiger. Und deswegen habe ich dann konstant jetzt auch über 40, 45, manchmal sogar 60 Frames pro Sekunde. Was, glaube ich, schon wichtig ist. Vor allen Dingen, wenn halt irgendwelche Aktionen sind, dann wird sowieso verlangsamt, weil er diese ganzen Aktionen da irgendwie machen muss. So, und da haben wir die Berge. Da ist das Nebelgebirge. Wir gucken mal auf die große Karte. Genau. Quellen des Langfurt sind hier. Der Langfurt geht hier durch. Hier sind die Schwertelfelder. Hier ist das Nebelgebirge, hier unten geht es nach Lothlorien. Und hier sind die Orks. Und noch mehr. Ihr seid halt hoffnungslos unterlegen mit Level 120. Ich bin Level 145 jetzt.
Ein Ork noch. Oh, shit, hier fehlt einer. Stimmt, hier fehlt einer. Ah, wie sie die Musik ändert, wenn ich. Ja, das ist schon wieder ein neues Gebiet, ne? Wo es hier hoch geht. Da will ich aber nicht hin. Ich will weiter in die Täler des Anduins. Und hier muss ich jetzt nochmal auf den einen Ork warten, der hoffentlich gleich nachspawnt, ne? Na, wo bleibst du? Ja. Hab mich auch entsprechend ausgestattet. Die ganzen Reste, die die anderen haben, habe ich jetzt bekommen. Also, endlich mal. Endlich ist er auch mal komplett blau ausgestattet. Allerdings ist das alles veralteter Kram, aber eine gute Grundausstattung, um weiter voranzugehen. Auch um auf Max Level 150 dann irgendwann anzufangen. Ne? So. Da ist noch ein Ork. Zack. Das war der achte. So, wunderbar. Wir nehmen die Schnellreise. Wozu habe ich mich denn sonst dahin gebunden, wenn ich nicht die Schnellreise nehmen will? Die paar Minuten habe ich nämlich. Die habe ich nicht, meine ich. Und schon sind wir wieder hier. Vor allem, wenn wir hier mal gucken, da, wo wir hier sind, ne? Hier so einen schönen See hier. Für die Tiere. Felder. Ja, wirklich nett. So, Grimborn, hier. Ihr habt mehr getan, als ich verlangt habe, Notreb. Grimborn mustert euch misstrauisch. Wieso? Hat euch das der Zauberer gesagt? Wieso habt ihr mehr getan, als ich von euch verlangt habe? Was wollt ihr mir damit beweisen? Tja, was wollte ich damit beweisen? Die sind eh nur zum Verkaufen da. Kapitel 10.3. Auf gute Nachbarschaft. Die Zeiten entlang des Anduin sind in den letzten Monaten sehr hart gewesen. Nicht nur für mein Volk. Die Bewohner der Täler werden schon seit längerer Zeit von Orks, Bilwissen und Trollen bedrängt. Aber die Angriffe häufen sich in letzter Zeit. Wir konnten sie gemeinsam mit dem Waldvolk zurückschlagen. Was uns das Waldvolk näher gebracht hat. Gute Zäune machen gute Nachbarn, hat mein Vater immer gesagt. Ich würde das noch um und geteilte Entbehrung ebenso erweitern. Ihr dürft Beorninger bleiben, in Beorninger bleiben, weil ich es euch gestatte, Notreb. Das bedeutet, dass ihr meinen Anweisungen Folge zu leisten solltet. Ich möchte, dass ihr nach Huldwes reist, dem Dorf des Waldvolkes, am östlichen Rand des Holzhangs, und die Bewohner unterstützt, so gut ihr könnt. Sie müssen sich ebenfalls den Gefahren der Täler des Anduin stellen, aber sie sind nicht so zäh wie mein Volk und werden eure Hilfe brauchen. Und haltet auf dem Weg nach Huldwes bei einer Festung Wegbeer an. Man holt die Abgaben ab, die Guldwerk dort gesammelt hat. Bringt sie mir, wenn ihr den Leuten von Huldwes geholfen habt. Dann habt ihr eure Pflichten erfüllt. Okay, wir sollen also nach Wegbeer. Kann ich nach Wegbeer reisen? Ja, klar. Ist sogar da hier. Dann reisen wir mal direkt hin. Wo liegt Wegbeer? Genau dort. Machen wir eine Schnellreise schnell hin. Und da sind wir auch schon. Warum kann ich nach Wegbeer reisen? Weil ich das Ganze hier schon mal abgeritten bin. Keine Ahnung, irgendwann bin ich es abgeritten. Ist das auch ein Beorninger? Sieht so aus. Was führt euch nach Wegbeer, Fremder? Von dieser Wachfestung aus überwachen wir Reisende und Händler, die über den Fluss oder die Berge kommen. Zwerge und Menschen behelligen wir nicht weiter. Solange sie die Gebühr bezahlen. Orks und Waage haben diese Möglichkeit nicht, denn vertreiben sie mit Schwert und Klauen oder erschlagen sie gleich.
Ihr erklärt ihm, dass Grimbeorn euch geschickt hat, und die Abgaben ab, um die Abgaben abzuholen, die hier gesammelt wurden. Gulteck mustert euch misstrauisch. Ich hätte gestern schon ins Beorninger-Haus zurückkehren sollen. Das ist richtig, aber ich musste mich um einen Überfalltrupp von Bilbissen kümmern. Deshalb bin ich noch nicht aufgebrochen. Woher soll ich wissen, dass euch Grimbeorn tatsächlich geschickt hat und ich euch trauen kann? Vielleicht seid ihr ja nur ein Bandit, der uns das Geld stehlen möchte, das wir gesammelt haben. Gulteck starrt euch einen Moment lang an. Dann gibt ihr aber nach. Der Krieg ist vorbei, aber die Erinnerungen an die Kämpfe sind noch frisch. Es streifen noch immer Feinde umher. Ich vertraue darauf, dass euch Grimbeorn geschickt hat. Sollte ich herausfinden, dass ihr doch nur ein Bandit seid, werdet ihr diese Täuschung noch bereuen. Allerdings nicht sehr lange. Habt ihr verstanden? Na gut. Er gibt euch einen kleinen Beutel. Ihr solltet jetzt weiter nach Huldwiss. Gott. Her mit dem Beutel, ab nach Huldwiss. Schnellreise. Huldwiss ist ein wenig weiter im Süden. Hier in der Nähe vom am Holzhang quasi. Ihr seid im Dorf Huldwiss angekommen. Adalfon nickt euch zum Gruße zu. Ah, da ist er ja. Oder Adalfon. Wie auch immer. Willkommen in Huldwiss, dem Dorf des Waldvolkes. Mein Volk hat im Laufe der Jahre viel erdulden müssen, aber ganz gleich, was kommt. Wir halten durch und geben niemals auf. Als die Orks die Mauern niederbrannten, bauten wir sie wieder auf. Als Waage durch unsere Straßen schlichen, scheuchten wir sie aus dem Dorf. So war das Leben in Huldwiss schon immer. Aber in den letzten Wochen hat sich etwas verändert. Ich weiß nicht was. Und die Dorfältesten ebenfalls nicht. Aber die Orks und Bilbisse des Nebelgebirges kamen in solchen Massen aus den Löchern, wie wir es seit 100 Jahren nicht erlebt hatten. Die Kämpfe waren erbittert. Und sowohl mein Volk als auch das der Bergmenschen erlitten schmerzliche Verluste. Grimbeorn und einige seiner Krieger konnten an der alten Furt endlich den Sieg erringen. Aber niemand wusste, ob noch ein zweiter Angriff folgen würde. Erst als ein großer Adler im Süden am Himmel erschien und das Ende des Krieges verkündete, wagten wir zu hoffen, das Schlimmste überstanden zu haben. Die Kämpfe mögen vorbei sein, aber wir müssen unser Dorf neu aufbauen und Speisekammern auffüllen. Wenn ihr Ork-Nachzügler bezwingt und Flanken von Waldhirschen am Holzhang für unseren Koch Veremund sammelt, würdet ihr uns damit sehr weiterhelfen und wir stünden in eurer Schuld. Nun ja, dann wollen wir das doch mal machen. Wo finden wir denn das alles? Also Orks finden wir im Norden, das weiß ich. Waldhirsche muss ich suchen, ne? Da ist schon eine Waldhirschenkuh. Passt, erste Flanken. Da haben wir schon einen Ork. Da haben wir noch einen Ork. Das Kaninchenfleisch ist nicht für dich. Da hinten ist noch ein Hirsch. Noch ein Wag, den brauchen wir aber nicht. Ah, da oben sind ja auch noch Orks. Stimmt. Okay, jetzt brauche ich nur noch Orks. Und die befinden sich hier. Ne? Hier findet sich doch ein Lager, ne? Ich hab das doch gesehen.
Gott. Nicht in Sichtweite. Jetzt ist er weg. Alles klar. Geschafft, das waren die Flanken und die Orks. Super, und da ist noch eine Höhle, da sind wahrscheinlich noch mehr Orks drin. Geben wir mal ab und gucken, was sie jetzt damit vorhaben. Ah, hier ist der Weg, genau. Deswegen ist ja auch schon so furchtbar viel entdeckt, weil ich nämlich hier schon durchgequestet habe scheinbar, außer das Buchquest, ne? Ja, ich musste ja mit dem hier auch die Level machen, deswegen habe ich mit dem seinerseits, das ist auch schon eine Weile her, als das hier war, auch diese Gebiete hier gequestet. So. Keiler Flankensteaks und Orks gekillt. Ach so, die sollen zu Viremund. Ne, wo ist denn Viremund überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Der Koch ist hier unten, oder? Da ist der Koch, bei der Kochstelle. Ihr seid keiner unserer Jäger. Aber die Stücke, die ihr mir gebracht habt, übertreffen die Qualität fast in der Qualität fast alles, was sie uns bringen. War das nur Anfängerglück oder habt ihr schon in anderen Landen gejagt? Und die Waldhirsche in der Holzhangs sind nur eine weitere Beute für euch? Wie dem auch sei, das war gute Arbeit. Ihr seid in Huldwiss mehr als willkommen, denn hier gibt es viel zu tun. Hört euch ein wenig um und ihr werdet feststellen, dass es mehr als genug Aufgaben gibt. Aber es braucht bei den Jägern nach einer erfolgreichen Jagd nicht gleich wieder aufzubrechen. Daher will ich das auch nicht von euch verlangen. Ich werde das Fleisch salzen vorbereiten. In der Zwischenzeit könnt ihr mit den Bewohnern des Dorfs sprechen und euch ihre Geschichten anhören. Ihr habt auf euren Reisen sicher schon viele Geschichten gehört, aber ich versichere euch, unsere sind einzigartig. In diesen Tälern findet sich hinter jedem Baum und jedem Stein eine Legende. Und angeblich soll man im Nebel sogar mystische Wesen finden können. Die Täler des Anduin sind von Magie durchströmt. Notrip, hört ihr die Geschichten der Bewohner? Dann werdet ihr mir sicher beipflichten. Na gut, dann hören wir uns mal die Geschichten der Bewohner an. Guck mal, da drüben ist schon eine. Da, ein kleines Kind. Ich höre mir gerne Geschichten an und ich erzähle sie auch gerne. Wenn ich alt genug bin, finde ich die Wahrheit über diese Legenden heraus. Und wenn nichts an ihnen dran ist, werde ich das allen sagen. Aber ich hoffe, sie sind wahr. Oh ja, ich erzähle euch gerne eine der Geschichten. Aber welche? Die von der Maid des Schwertels? Oder die über Mahairu Winterhaar? Von den Pferdemenschen? Oder vielleicht die Geschichte vom alten Irren Upp? Nein, die macht euch bestimmt zu viel Angst. Ich hab's. Ich hab mal von den Lochbewohnern gehört. Habt ihr schon mal von den Lochbewohnern gehört? Das waren kleine Leute, schüchtern und verschlagen, die in Löchern unter der Erde leben. Nein, nicht wie Zwerge. Sie waren kleiner als Zwerge, heißt es. Und sie konnten einfach so verschwinden. Meine Mutter hat mir gesagt, dass sie die Geschichten über die Lochbewohner als Kind Angst gemacht haben. Aber es wurden schon seit vielen Jahrhunderten keine mehr von ihnen gesehen. Wenn nicht sogar noch länger. Sie meinte, dass die Leute von den Lochbewohnern früher Essen und kleine Geschenke am Flussufer hinterlassen haben. Und manchmal, wenn die Leute später wiederkamen, waren die Geschenke und das Essen verschwunden. Ich frage mich, was aus den Lochbewohnern geworden ist. Ich glaube ja, dass sie die Kunst des Versteckens perfektioniert haben, sodass sie nun niemand mehr finden kann. Aber ich wette, sie sind hier noch irgendwo, in den Tälern und warten darauf, dass ein schlaues Kind sie findet. Ich hoffe sehr, dass ich das sein werde. Oh ja! Okay, hier sind also irgendwelche Lochbewohner. Also wahrscheinlich Hobbits oder irgendwie sowas, ne? So, noch jemand was zu erzählen? Du da?
Hilfrieda. Legenden und Geschichten. Ja, davon gibt es in Hultwiss einige. Ich selbst habe genug gesehen und das meiste zu glauben, was man so über das Land hier erzählt. Und wenn ihr etwas Zeit hier verbringt, wird euch das sicher nicht anders gehen. Habt ihr schon einmal von der Maid gehört, die durch die Sumpflande streift? Es heißt, sie habe goldenes Haar und dass gelbe Blumen geflochten sind. Und sie schlendere zwischen den Teichen der Schwertel umher. Und singe traurige Lieder. Schon als Kind habe ich die Geschichten über sie gehört. Und mich nicht weiter von meinem Zuhause fortgewagt. Als es klug war, nur um sie zu sehen. Leider ohne Erfolg. Ich habe mir dann eingeredet, dass die Pferdemenschen, die hier vor langer Zeit lebten und von denen die ersten Geschichten über die Maid stammen, das Glitzern der Sonne auf dem Wasser für ihr goldenes Haar gehalten haben müssen. Und den Wind für den Klang ihrer Stimme. Ich habe nicht weiter nach ihr gesucht und als ich erwachsen war, musste ich mich um meine Familie kümmern. Und so bleiben die Geschichten über die Maid immer nur ein Teil meiner Kindheit. Aber es gibt in diesen Tälern Magie. Ich suchte einmal am Flussufer nach Wildnisblumen, nach Wildblumen und vergaß dabei etwas die Zeit. Als die Sonne unterging, sah ich sie plötzlich auf dem Wasser. Sie war steif wie eine Statue. Aber als ich sie mir genauer ansehen wollte, überkam mich große Müdigkeit. Ich blinzelte, um wieder klar sehen zu können. Da war sie auch schon wieder verschwunden. Ich versuchte zwar noch zwischen den Teichen bis die Sonne ganz untergegangen war. Dann musste ich zurück nach Hultwiss. Es wäre nicht sicher gewesen, länger im Sumpf zu bleiben, denn damals wie heute treiben sich dort manchmal Monster herum. Ich habe sie nach wie vor wieder gefragt, aber es freut mich zu wissen, dass die Maid der Schwertel irgendwo da draußen ist und singt. Wegen diesem Ereignisses weiß ich, dass die Geschichten über sie wahr sind. Vielleicht steckt ja auch in den anderen Geschichten der Leute aus dem Dorf Wahrheit. Gut, dann müssen wir jetzt mal mit Eurik sprechen. Der ist hier oben. Wie lange wir schon am Rand des Walds leben? Viele Jahre schon, denn Taten sind inzwischen im Nebel der Erinnerung verschwunden und so zu Legenden und Mythen geworden. Aber zweifelt nicht daran, dass selbst in den fantastischsten Geschichten zumindest ein wahrer Kern steckt. Glaubt ihr etwa, dass ihr mutig genug seid, nach Vegari zu suchen, dem geisterhaften Wanderer des Schwertel? Mahairu von den Pferdemenschen hat das getan. Und er war für immer davon gezeichnet. Vor langer Zeit mussten die Pferdemenschen von Rovanion die Entbehrungen des Krieges ertragen. Und sie kamen in ihrer Not in der Thala und Anduin, den Waldmenschen, die zu dieser Zeit lebten, hat ihnen Nahrung und Unterschlupf. Und im Gegenzug ernannten die Pferdemenschen keinen König und verlangten keine Treue. Stattdessen lebten sie als Nachbarn des Waldvolkes und bauten auf einer Insel südlich der Alten Furt eine Festung aus Stein und Holz. Sie nannten sie Avabark und sie wurde für mehrere Generationen die Heimat der Pferdemenschen. Sie fühlten sich dort aber nie so recht wohl. Sie brauchten eine Heimat, die mehr nach ihrem Geschmack war. Während die Pferdemenschen in den Tälern lebten, erzählte ihnen das Waldvolk von Vagari, einer geisterhaften Gestalt, die im Mondschein durch die Sümpfe streift. Sein Anblick versetzt mein Volk in Angst und Schrecken, und jeder, der ihn sah, flüchtete. Aber die Pferdemenschen waren mutig und tapfer. Mahairu, Sohn der Anführerin, machte sich auf die Suche nach Vagari. Er verschwand für ein Jahr und einen Tag, und als er zurückkehrte, war sein Haar schneegebadet. Statt seiner Rüstung trug er helle Kleidung. Und in seinen Augen war eine Dunkelheit, die zuvor nicht dort gewesen war. Er behauptete, den Wanderer getroffen zu haben. Er sei ihm gefolgt, aber immer wenn er versucht habe, mit ihm zu sprechen, sei die Gestalt verschwunden.
nur um etwas vor ihm wieder aufzutauchen. Er konnte sich nicht daran erinnern, was ihm genau zugestoßen war. Er brabbelte nur etwas von einer verlassenen Zwergenfestung und einem traurigen Lied. Bis an sein Lebensende beteuerte Mahairo immer wieder, er sei dem Wanderer nur kurze Zeit gefolgt. Er konnte nicht erklären, wieso er so lange verschwunden war. Die Pferdemenschen glaubten, er sei verzaubert worden und nannten ihn Winterhaar. Sie mieden ihn, da sie glaubten, er bringe Unglück. Und so zog er in eine Hütte am Ufer des Schwertel, in der er bis ins hohe Alter lebte. Eines Tages verschwand er aber einfach und niemand weiß, was mit ihm geschehen ist. Nehmt euch die Geschichte von Mahairo Winterhaar zu Herzen, Notreb. Wenn ihr Nebel auf Vagari, dem Wanderer, stößt, kehrt um und flieht, bevor es zu spät ist. Okay. Ja, ich würde sagen, damit haben wir einen kleinen Einblick bekommen. Ich mache jetzt Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, sagt der Captain.